Welt, da sind wir wieder hier mit unseren Nen. Wir wollen in die weite Savanne. Dafür müssen wir uns vorbereiten. Noch ist es kühl da draußen. Aber ich fürchte, spätestens zur Mittagszeit wird es ganz schön heiß. Und da verbrennen Affen dann. Naja, Affen. Wir sind eigentlich ein Mensch schon fast. So schlau. Da, für assoziatives Lernen begabt. Mindestens zweimal die Eigenschaften von Aloe-Saft. Richtig angewendet. Wahrscheinlich. Ach so, den Stock sollten wir aber hier in der Höhle lassen. Den brauchen wir, falls uns irgendwas angreift. Aus der Höhle, eine Fledermaus vielleicht oder irgendwas anderes. Dann nehmen wir lieber diesen Stock hier. Zack. Die Gazelle. Wo finden wir die Gazelle nur? Okay, ich weiß nicht, wie lange das anhält, unser Schutz. Ich möchte jetzt nicht gegen die Schlange kämpfen. Möchte ich doch nie, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie lange unser Schutz anhält. Gazellen jagen. Was ist das? Einfach nur ein Baum oder sowas? Ich möchte auf den Baum da oben. So viel Mensch. So viel Menschlichkeit können wir abgeben. Für ein bisschen Schutz. Ach, die machen gar nichts hier. Das sind aber viele. Wir müssen uns ein kleines schnappen. Eins, das alleine ist irgendwie. Nee, vertreiben können wir sie nicht. Aber jetzt sind sie alarmiert. Sind die böse? Ich weiß nicht. Können wir die einfach so pieken mit unserem Stock mal? Vielleicht hauen sie dann ab. Huhu, ein ausgereiftes Neuron. Ja, dann gehen wir wieder zurück zur Höhle. Wir haben unseren Stock verloren. Aber einmal gucken wir uns hier um, was es hier so alles gibt. Boah, da brauchen wir bestimmt 20 Stöcke, die wir da reinstecken müssen. Schade, da sind sie, die Gazellen. Haben wir nicht geschafft. Oh, wir müssen doch riechen. Viel riechen. Wonach riecht das? Ah, da, ich verstehe. Und das? Okay, wir nehmen alles mit. An Gerüchen. Ah, harmlose Sachen. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir auch noch umzingelt von diesen Dingern. Aber uns geht's eigentlich ganz, ganz gut. So, wir nehmen... wollen wir hören noch? Kann ja nicht schaden, oder? Ja, das mächtige Krokodil müssen wir noch schaffen. Und den Vogel ist nur der Vogel. Den haben wir ganz außer Acht gelassen. Okay. Das war's damit. Wir nehmen unseren Meteoriten mal in die andere Hand und verschwinden von hier. Denn Stöcke oder sowas finden wir hier nicht. Keine Stöcke. So, ich wollte hier die Aloe Vera eigentlich mitnehmen. Ach, die ist gerupft. Ist das Nein, die ist doch nicht gerupft. Haben wir noch irgendwas anderes in der Hand? Oder warum können wir hier jetzt nichts nehmen?
Das verstehe ich nicht. Die ist doch schon gerupft. Ja. Aber diese hier nicht. So viel haben wir ja nicht gerupft hier. Die ist nicht gerupft. Okay. Oh, wenigstens ein bisschen was, das wir mitnehmen. Oh, da habe ich gerade eine Pflanze gesehen, mit der wir unser Bettchen bauen könnten. Oh, wenn wir so einen Büffel mal erwischen, oder? Dann haben wir Fleisch für ein ganzes Jahr. Da kommen wir über den Winter. Was ist genau? Was ist eigentlich mit Winter? Ah, früher gab es noch keinen Winter, glaube ich. Das war ja vor Winterzeit. Die Eiszeit kommt noch. Boah, das scheint aber auch ziemlich lange zu halten mit der Aloe Vera. So, erstmal gucken, was wir da gelernt haben jetzt. Zack, hinlegen. Evolutionieren. Schwing. Tatsächlich, das war doch eins, das eine Mutation brauchte. Jetzt haben wir die Mutation also in ein ausgereiftes Neuron umgewandelt. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir echt sicher. Dann können wir die anderen also auch alle trainieren. Dann müssen wir nur, wissen wir ja nicht, super viel trainieren scheinbar. Aber das hat doch jetzt nur geklappt, weil wir wieder ein fremdes Tier angegriffen haben, oder nicht? Moment. Geschicklichkeit also, neu erlernte Fähigkeit, energisches Streben. Die Erfolgsquote eines Konters gegen ein feindliches Tier hat sich erhöht. Ja. Das verstehe ich nicht. Ach so, ja, jetzt ist es hier gebildet. Ich dachte, das verstehe ich nicht, warum das hier nicht gebildet ist. Aber ist es ja jetzt. Und wie viele haben wir schon? 3. Und wir haben 8 Festigungen. Warum, weiß ich auch nicht. Und wir haben noch so viele Mutationen, die wir machen müssten. Ich muss mir ein altes Video mal angucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier eine Mutation gewesen ist. Steht das nicht dabei? Die Ausführung dieser Aktion versorgt dich mit neuronaler Energie. Das ist bestimmt eine Mutation gewesen. Also das heißt, mit neuronaler Energie, ja. Dopamin bekommen wir aber nicht dafür. Dopamin wäre besser, oder? Ja, es geht jetzt ziemlich mühselig voran. Nährstoffe, unterschiedliche Nahrungsquellen besser metabolisieren. Also sollten wir mehr Sachen essen, vielleicht. Umwelt analysieren noch weiter. Ja, das müssen wir also alles machen, klar, Umwelt. Aber es geht immer nur voran, wenn wir unseren Ort verlassen. Also es bringt nichts, hier am Clan zu bleiben. Ja, man denkt, also ich denke immer so, dass ich wüsste dann, wie das geht. Auf einmal passiert dann doch sowas wie, das hat sich selber ausgebildet. Auf einmal war das gefestigt schon, also gefestigt nicht, aber das war, hat sich ja selber gewählt. Wir brauchten nicht mal neuronale Energie da reinsetzen. Zack, wir sind hier reingegangen, das war, fester Wille war sofort fertig. Obwohl fester Wille eigentlich ein 2 brauchte. Das brauchte nämlich energische Streben eigentlich und das hier unten. Das hier unten hatten wir. War beides energisch. Na, egal. Raus. Wir brauchen mehr Neurone. Ach so, das hält ganz schön lange. Und haben wir unseren Glückstein dabei? Ja, der Meteor ist immer dabei. Wir brauchen mehr Stöcke. Und wir brauchen unsere Leute an unserer Seite. Dann müssen wir nicht so oft hin und her rennen. Eigentlich haben wir doch ein Werkzeug bei uns. Da ist auch ein dicker Baum.
Ja, aber da geht's doch wieder zurück, oder? Naja, die dicken Bäume, ich denke mal, da kann man sich immer schön einen Schlafplatz oben einrichten. Oh, das dauert aber hier mit dem Meteoriten. Mann, Mann, Mann. Ach, komm schon. Gehen wir mal in diese Richtung. Ja, genau das wollte ich. Wie viele Stöcke brauchen wir dafür? Viele. Zu viele wahrscheinlich. Unseren Ast verloren. Wir haben einfach so einen Ast da reingesteckt, so einen schrumpeligen, so einen ausgetrockneten. Wir haben aber keinen Neuron jetzt. Warum gehen wir wieder zurück? Naja, es ist warm da draußen und hier haben wir Schatten. Und wir können hier vielleicht besser so einen Stock zubereiten. Hiermit. Geht doch schneller. Natürlich ging es noch schneller, wenn wir den Stock erstmal entzweigen würden mit bloßen Händen. Außerdem würden wir dann lernen, ohne Werkzeuge zu arbeiten, was auch irgendwie cool ist. So, her mit unserem Glücksstein hier. Wenn wir den dabei haben, dann läuft das aber echt gut. Ach, hier ist gar keine dran. Ach, die ist weg. Vielleicht können wir uns da anschleichen. Ich glaube, die haut ab. Oh Mann, das wird ja wohl nicht unsere gewesen sein. Ah, das war bestimmt unsere. Krass. Dafür gibt's Punkte. Nichts wie weg. Vor wir noch auf dem Teller landen. Oh.
Oh, prima. Direkt zur Höhle. Oh, schade. Kannte sich aus hier in der Gegend. Das kriegen wir nicht. Die sind zu schnell. Vielleicht können wir ja auch noch schneller werden. Und nun? Sag schon. Und, was machen wir jetzt? Ja, und, was machen wir jetzt? Ach, wir bauen noch einen Stock. Viele Stöcke. Unsere Kumpels sind nicht da. Was sind das für Geräusche? Hat sich gehört, als wäre da jetzt eine Tür oder sowas aufgegangen. Ah, den müssen wir kurz hier ablegen. Ach was, das Wasser lädt das Ding wieder auf hier mit der Hitze? Den Hitzeschutzschild? Wie kommt das denn? Ja, immer genug trinken. Oh, jetzt sind wir aber schneller. Was ist jetzt? Kommt ein Sandsturm etwa? Aha, ich wollte schon sagen, wir haben noch gelernt, was wir daraus bauen können. Ja, das ist zwar auch alles Essen, aber wir müssen ja auch mal Fleisch essen. Achso, das ist nicht zum... Nichts für uns zum Entdecken. Oder werfen? Auf die Gazelle werfen so einen Stock? Na, wir haben doch schon mal gesehen, wie wir irgendwelche Sachen werfen. Was? Jetzt echt? Sag bloß. Mit dem Meteoriten? Oder mit dem Stock? Keine Ahnung, womit haben wir das jetzt geschafft? Ja, das muss der Meteorit gewesen sein. So wie es aussah, war das der Meteorit. Ach so, da haben wir ja was zu essen. Aber das ist weit, weit weg. Da müssen wir ja erstmal ein Werkzeug jetzt hierher holen. Oder vielleicht finden wir da vorne ein Werkzeug. Mann. Prima. Also ein Stein, aus dem wir ein Werkzeug bauen könnten hier. Tatsächlich.
Hier oben erwischt uns keiner, hoffe ich. Ein Vogel vielleicht. Hyänen hier? Wo ist unser Essen? Da liegt es. Na, das lockt uns. Ja, da steht sogar dran, wie wir das jetzt auseinandernehmen können. Riechen sollten wir. Oh Mann, die werden ja jetzt nicht alle zu uns kommen. Wollen die das alle futtern? Ach Menno. So viele auch noch. Wir brauchen die Leute. Ja, unseren Clan brauchen wir. Dann könnten wir die vertreiben bestimmt. Wenn wir ganz viel Krach machen. Ach, die machen doch bestimmt nichts. Wenn wir denen wegbleiben, fernbleiben, machen die schon nichts. Also wir haben in der rechten Hand haben wir das Werkzeug, das Richtige. Drohnen? Zerteilen. Achso, fallen lassen. Ach, schade. Ich wollte es in die Höhle wieder treiben. Irgendwann treiben wir so ein Biest mal in die Höhle. Ja, ja, ich weiß, wir haben Hunger. Wir essen ja auch sofort was, aber wir brauchen vorher erstmal einen Schluck aus der Kokosnuss. Ach was, jetzt wird uns kalt. Ja, das ist sehr kalt nachts in der Wüste. Oh, falsch rum. Das hilft uns ja nur vor Vergiftung und nicht vor einem verdorbenen Magen oder so. Ja, dann essen wir das so jetzt. Die lassen wir so hier liegen für später. Na, haben wir da denn auch Hunger drauf? Ja, dann mal rein damit. Wollen wir nicht ans Wasser gehen erst? Ja, vielleicht schaffen wir das auch so. Aber das bringt uns keine neue Energie irgendwie. Ah doch, ein bisschen. Und eine Magenverstimmung natürlich. Oh.
Was können wir denn gegen diese Magenverstimmungen immer machen? Naja, kochen das Fleisch. Da müssten wir ein paar Millionen Jahre müssten wir warten, bis wir das Feuer erfunden haben. Der Wärmeschutzschild lädt sich immer auf, wenn wir im Wasser stehen hier. Das ist gut. Kann das nicht direkt vor uns mal sterben, so ein Ding? Also direkt an der Höhle hier wäre schön. So, jetzt machen wir das aber anders. Fallen lassen. Nein, den nicht. Den da fallen lassen. Dann verändern das Ding. Genau. Das aufheben. Und jetzt den Stock verändern. Und jetzt gehen wir schlafen. Wo ist unser Meteor? Hier. Hier hat sich aber nichts getan. Nee. Ja, da brauchen wir auch nicht jeden Abend zu gucken. Wir kriegen das schon mit, wenn sich da ein Neuron gebildet hat. So. Schlafen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.